Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu einem weiteren Video zu Star Wars Battlefront 2. Beim letzten Mal hatten wir die Ewok-Jagd und das kam ganz gut an bei euch. Nicht nur der Modus, sondern auch das Video. Vielen, vielen Dank für die positive Unterstützung, für das positive Feedback zu dem Ganzen. Hab mich echt gefreut. Und diesmal haben wir aber eine richtige Runde, eine richtige galaktische Angriffsrunde. Zwar auf Crate, ja, aber was soll man machen? Die Map ist halt leider im Spiel. Es ist jetzt echt mit die schlechteste Map, finde ich persönlich zumindest. Aber ich habe trotzdem gezockt, als wäre ich nie weg gewesen. Auch das ist im Stream entstanden, was mich persönlich nicht stört. Ich finde es eigentlich trotzdem ganz gut, weil erstens haben es nicht viele gesehen und zweitens ist es trotzdem eine geile Runde. So, ansonsten, ich meine, was erwartet ihr? Hallo, ich bin's. Nein, Spaß. Aber war eine gute Runde, hat Bock gemacht und ich wollte euch die nochmal zeigen. Ich hoffe, es gefällt euch, so wie beim letzten Mal. Ansonsten folgt mir gerne auf Twitter, Instagram. Würde mich freuen, euch dort auch mal zu sehen. Merch-Shop abchecken in der Videobeschreibung. Mein Partnershop Games Rocket abchecken, falls ihr irgendwie PSN, Xbox, Steam Guthaben braucht oder Switch-Spiele, PC-Spiele etc. Alles dort mit Rabatten etc. Und ihr könnt mich unterstützen, was immer sehr freiend ist. Unterstützen könnt ihr auch das Video, ihr wisst ja wie. Ansonsten viel Spaß, Freunde. Danke und let's go! Ja, Gunter Harry, es geht um die Credits, nicht um die Schrottteile. Das war meine Frage, wie ich die Credits in Schrottteile umwandeln kann oder ob das geht überhaupt, wie ich an neue Schrottteile nach dem Update komme. Das Update ist zwar schon Monate alt oder sowas, aber es ist halt, wie gesagt, heute das erste Mal nach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann das Update kam, im April oder so oder im März sogar schon, ich weiß gar nicht. Warum klingelt denn bei dir um 4 Uhr der Wecker am Wochenende, was ist denn da los? Doch unmenschliche Zustände da. Wer hat das zu verantworten? Warum auf dieser Scheiß-Map eigentlich? Warum? Warum diese Scheiß-Drecks-Map? Au! This is America. Credits sind nur für Skins, kannst damit nicht aufleveln. Ionendisruption erfolgreich. Alle feuern auf den Kampfläufer. Ich gehe rein. Yo, alles klar. Rede mal ein bisschen lauter, hört man mich jetzt? Sorry dafür. Ich rede laut genug. Mach doch mal bei euch lauter. Immer die Leute, die sagen, ey, du bist nicht laut genug. Mach doch bei euch lauter einfach. Steckdose, warum fragst du das ständig? Warum fragst du das ständig? Ich habe doch klipp und klar dazu was gesagt. Das heißt, wenn du dadurch, was ich dazu gesagt habe, auf diese Frage kommst, hast du doch deine Antwort schon bekommen. Oder woher hast du das? Alter, Granatengott Johnny ist back in action. Er ist einfach der allerkrasseste. This is America. Ja, ist ja gut. Wir sind dabei, Mädel. Granate ist scharf! Oh mein Gott, Alter. Sowas von weg hier, Bruder. Ich hab ein, zwei Kills abschauen mir. Lass mich. Aufpassen! Der Babo schlägt wieder zu, Junge. Junge! Ich war nie weg! Ich war einfach fucking nochmal nie weg!
Fuck! Ja, Freunde, aber wie bekomme ich denn neue Schrottteile? Das ist doch die Frage. Das ist, wie gesagt, die Frage, weil ich kann ja keine Kisten mehr kaufen, das ist ja die Frage. Oder kriege ich neue Schrottteile, indem ich die Charaktere auflevel oder so, ich weiß nicht. Wie findest du Tanzverbot und Monte? Ja, Tanzverbot gucke ich nicht, aber habe ich jetzt auch nichts dagegen. Und mit Monte habe ich ja schon mal die ein oder andere Mario Kart Folge aufgenommen. Aber leider haben sich da die Wege getrennt. Ich hätte gerne Bock gehabt noch ein bisschen mehr, aber ja, weiß nicht. Es geht hier ab, Alter. Steckdose, alles gut. Aber ich habe ja auch erklärt, warum nichts mehr kommt. Okay, Freunde. Ich werde mir das System einfach gleich selber angucken. Und dann vielleicht checken, weil so diese halbgaren Antworten, ihr versucht vielleicht zu helfen, aber irgendwie kommt da keine wirkliche Hilfe rüber, weil die Frage ist, ich muss ja Schrottteile umwandeln in Auflevelpunkte. Das heißt aber, wie kriege ich die Schrottteile, damit ich Auflevelpunkte bekomme? Das ist doch die Frage. Oder ist es einfach nur noch der Rest aus alten Zeiten? Das ist die Frage. Das ist doch die Frage. Das check ich noch nicht. Aber alles gut, wir werden gleich nochmal kurz reinschauen, was da abgeht und was nicht. Oder mal gucken. Elite-Agent auf dem Schlachtfeld. Ah! Fuck, Alter. Hau rein, Mr. OZ. Oh Gott. Nein! 109 beschädigt nur, aber nicht getötet. What the fuck? This is America. Oh mein Gott. Marcel, du musst es tun! Jawohl, Junge, locker easy, ganz locker easy. Jawollo, Bollo. Jawollo, ey. Boah, ich bin zu heftig einfach nur. Zu heftig. Kriegst Skill Points fürs Aufleveln. Also sind diese Schrottteile einfach nur noch aus alten Zeiten oder was? Dass man da so ein bisschen was mitnehmen konnte oder was? Okay. Okay, gut. This is America. Glaubst du an ein Star Wars Battlefront 3? Ja, glaube ich. Aber es wäre geil, wenn EA endlich die Star Wars Lizenz verlieren würde. Das wäre geil. Weil, selbst wenn ich glaube, dass Star Wars Battlefront ein richtig geiles Spiel werden könnte, bringt EA dafür, dass sie die Lizenzen zu Star Wars seit Jahren haben, bringen die einfach nichts raus. Star Wars Battlefront 1 und 2. Und das waren so anderthalb Flops. So. Das geile, vielleicht geile Star Wars Singleplayer Game von Visceral Games wurde gecancelt. Nichts Neues angekündigt. Die machen einfach zu wenig mit der Lizenz und wir kriegen deswegen keine geilen Star Wars Games. Also das geht mir schon ehrlich gesagt übelst auf den Sack. Für wen bist du im CL-Finale? 100% Liverpool. Jetzt wird der Kampf unmittelbar und schmutzig.
Und mein absoluter Traum von meinem absoluten Star Wars Spiel. What the fuck? Die Macht ist schon. Jo, alles klar. Halt doch deinen Maul, Mann. Und mein Traum vom absoluten Star Wars Game, worauf ich seit, keine Ahnung, Mann, 15 Jahre warte oder so. Knights of the Old Republic 3. Kommt wohl auch nicht. Deswegen sollen sie einfach die Star Wars Lizenz endlich verlieren, damit andere Leute mehr draus machen. Das wäre auf jeden Fall geil. Hau rein, Bayer. Gunter Harry, alles gut, Mann. Kein Ding. Danke dir für die Hilfe auf jeden Fall. Oh mein Gott. Wen wünschst du dir als Trainer in der nächsten Saison? Na, Favre ist doch quasi schon bestätigt, oder nicht? Favre ist doch schon bestätigt. Oder? So halb 90% Style. Was für ein Tanker haben die erobert? Was haben die gesagt? Oh Gott, die ATS, die sind immer noch so übertrieben heftig überpowered, ja? An der Stelle. Geil, mies abgestoppt von mir. Ach man. Dies ist Amerika. Nein, wir müssen zurückziehen, Freunde. Koto, das wär's echt. Ja, Mann. Also wenn Knights, Star Wars Knights of the Old Republic 3 angekündigt worden wäre, wäre das instant mein absolutes Most Wanted Spiel überhaupt. Sofort. Sofort. Mehr als... Obwohl bei der Qualität der BioWare-Spiele in letzter Zeit... keine Ahnung. Vielleicht direkt hinter Red Dead 2 und Last of Us 2. Ja, dort, doch. Davor eher nicht im Moment. Weil BioWare ein bisschen reingeschissen hat die letzten Jahre. Auf jeden Fall, Freunde, ihr habt's gelesen. Stream gerne mal liken, wenn ihr Bock habt und es noch nicht getan habt. Und Mandy, zieh dir auch bitte das Video rein. Das ist zu krass. Das ist einfach echt heftig. Yo! Und tot. Scheiße, Mann. Ja. Ja, Volo, Bolo. Elite-Target, trifft gerade ein. Komm schon, Granate. Ich wollte gerade sagen, Alter. Oh.
Natürlich, gerade wo ich um die Ecke komme. Mist, ich sehe gar nichts mehr. Was, Alter, zwei Schrotflintenschüsse aus nächster Nähe in die Fresse hält er aus? Hä? Fusil? Sag mal, ist diese kleine weiße Leiste hier unten, ist das das Level für die Klasse? Das ist das Level für die Klasse wahrscheinlich, oder? Dann bin ich jetzt schon bei der Hälfte. Mann, Feuerschutz! Die war ja super scheiße geworfen, die Granate, oder? Das war ja ein bisschen peinlich für den Granatengott. Ansonsten erste Runde nach Monaten, Alter. Kann man mal machen, oder? Es gibt Leute, die spielen durch und spielen schlechter. Ohne mich jetzt super krass zu pushen, aber es ist ja immer so. Nicht mal Schaden gemacht. Ja, schade. Oh. Ach guck mal, die neue Anzeige gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Dass du das so deutlich kurz, ganz kurz, sehr deutlich siehst, ist eigentlich ganz nice. Ei. Oh, shit. Ich sichere euch. Viel Spaß bei Star Wars. Schönen Tag noch. Ja. Mann, ey. Nein. Die Sucht hat ein bisschen nachgelassen, Manny, aber das ist eher so zeitbedingt gerade. Alter, der Skin ist ja richtig geil.